19.30 Uhr und 9 Sekunden. Hier ist Köln. Hier ist die Johnson-Jenheit 2022. Vor Publikum! Endlich! Ah, ist das schön. Leute, ist es nicht geil? Wir sind endlich mit Publikum hier. Letztes Jahr saßen wir nur so rum und keiner da. Jetzt seid ihr endlich da und wir freuen uns mega. Herzlich willkommen zur John Sinclair Night 2022! Nochmal! Wir haben einiges vor. Wir setzen uns mal. Amy Zayet. Neben mir, Amy Zayet. Ich bin heute deine Michael Hunziker. Ja. Ich hoffe, ich bin ein bisschen besser als Thomas Gottschalk. Na, aber ich habe extra mein Thomas Gottschalk-Jackett angezogen. Hallo, Herrschaften, hier, Köln, Wahnsinn, hier, prima. John Sinclair, Wahnsinn, alle hier, hallo, hier, Jason, Servus, Stark, hier, Servus, Dietmar, nein. Wunder, Kalkofe, Rüthen, hier, Wahnsinn, Shakira. So, setzen wir uns mal hin. Wir haben einiges vor. Amy, was haben wir denn alles vor heute Abend? Also, Entschuldigung. Wir haben heute vor allem, reden wir über die neue Sonderedition. Ja. Die Nummer 16, die erscheint auch am 16. Dezember. Also bitte merkt euch das. Was für eine vorzügliche Koinzidenz. Ja, ist das nicht geil? Ja. Und die ist der Hammer. Also die Sondereditionen sind eigentlich immer Hammer. Aber hier machen wir mal was ganz Neues. Genau, es handelt sich um Totenkopf. Genau, das Ding heißt Totenkopf TV. Und dafür haben wir unseren Hörspielautor Dennis Erhardt gebeten, den Roman Totenkopf TV umzuschreiben. Und zwar so, dass daraus ein Crossover wird aus John Sinclair und Schläferz. Schläferz, das ist eine Sendung von unseren zwei Stars heute Abend, die auch natürlich beim Hörspiel mitwirken. Und Schläferz steht für die schlechtesten Filme aller Zeiten, aber darüber reden wir gleich mit unseren Stars. Und ich würde sie ganz herzlich begrüßen. Hier ist Peter Rütten und Oliver Kalkofe. Bitte schön. Wir haben. Guten Abend. Hallo. Hallo. Ja. Wie ihr seht, wir haben keine Kosten und Mühen gehabt, euch hier die perfekte Horror-Dekoration hinzustellen. Das sind noch Restbestände aus der Geister-Ritschka aus dem Phantasialand. Ich liebe es. Das ist wirklich ganz großartig. Ist ja thematisch regelrecht vorbereitet. Das passt. Irgendwie sind hier Profis am Werk. Ja, ich denke schon. Ne? Totenkopf-TV und Schläferz. Ja, das ist fast ein bisschen wie auch die Deko bei Schläferz. Also da machen wir das ja auch immer so. Ein bisschen, ja. Ich fühle mich wie zu Hause. Ihr gebt euch ja sehr viel Mühe, auch mit dem, immer mit dem Vordergrund. Und da wir jetzt online hier YouTube-mäßig sind, ja auch. Wie ist das passiert? Wann habt ihr erfahren, dass ihr bei John Sinclair mitspielen dürft? Als Herr Olli mir sagte, wir dürfen da mitsprechen. Das war's, Dankeschön. Ja. Bis nächstes Jahr, das war's. Stimmt, so einfach war das. Ja, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Musstet ihr lange überlegen? Nein, es war ja wirklich, dass das so, das war so klar. Es gab eine Anfrage, also so die Idee, etwas zu machen, wo wir die reale Welt mit John Sinclair eben kreuzen. Und als ich angesprochen wurde, sagte ich, das muss Schläferz sein, das geht gar nicht anders, weil diese Welten, die existieren halt zusammen und die leben nebeneinander, aber es ist das gleiche Universum. Ne? Und da muss ein Crossover unbedingt stattfinden, weil da warten die Fans auch schon seit Ewigkeiten, glaube ich, drauf. Ich unterbreche dich jetzt und mal gemeinerweise. Und endlich ist es dazu gekommen. Ja. Nur für die Leute, die vielleicht irgendwie auf den Ohren gelegen haben und nicht wissen, was Schläferz genau ist, erklär das nochmal so ein bisschen. Das ist natürlich anspruchsvoll, ne, das zu erklären. Wir nennen es Fernsehen. Das heißt, wir zeigen ausgewählt beschissene Filme. Das heißt, wir haben gesagt, wir suchen wirklich schlechte Filme und wir machen daraus ein Fest. Also Filme, die du dir sonst nicht mit dem Arsch nochmal freiwillig angucken würdest, aber wo wir dann gesagt haben, okay, wir zeigen die, präsentieren die, feiern die. Es gibt zu jedem Film einen Cocktail, der erfunden wird. Es gibt ein Trinkspiel. Wir kommen nach jeder Werbung rein, erzählen, was bisher geschah, zeigen die besten Szenen nochmal. Wir verkleiden uns. Alles wird dekoriert danach. Also das heißt, wir machen wirklich eine Trash-Film-Party. So, was man eben auch zu Hause macht. Und das hat sich eben dann gezeigt, dass ganz schnell das zu einer Kultgeschichte wurde, wo die Leute sich zu Hause getroffen haben, kostümiert haben, die Cocktails gemacht haben. Bei Twitter sind wir immer auf eins, weil die Leute mit twittern. Und es ist so eine riesen Community entstanden. Wir sind immer auf eins und es ist eine, so sagt die MAFO, überdurchschnittlich
ausgebildete Zuschauerschaft. Ja. Die MAFO? Wir haben nur die Besten. Die MAFO? Kannst ja, du mal... es hat MAFOs gegeben dazu, ja. Tatsächlich. Die Marktforschung. Ach, Marktforschung, das musst du doch... Das sind so super Begriffe, die muss man erstmal... Marktforschung, das kennt heißt, man hier bei Lübben nicht. Nein. Wir sind eine Institution. Aber wir das Schöne ist, das muss man sagen, das Schöne ist, das ist eben ein Produkt, was ohne diese MAFO-Kacke entstanden ist, weil das eben, es ist von selber entstanden. Also es war die Idee, wir haben das gemacht, wir haben überhaupt nicht gewusst, was wir da tun. Die Fans haben aber gesagt, das ist irgendwie gut, also uns gefällt es. Und dann hat sich das über diese jetzt schon 10 Jahre so entwickelt. Und jetzt kommt die Marktforschung und sagt, das habt ihr aber gut gemacht. Also das ist aber toll. Und da sind ja die Leute und das muss man ja mal machen. Und jetzt analysieren sie das. Aber wäre da vorher eine Marktforschung gekommen, hätte gesagt, macht mal was für diese und jene Gruppe. So entsteht das nicht. Also jetzt sind sie alle, dass sie sagen, oh toll, ja super, hätten wir mal selber drauf kommen können. Aber zum Glück hat uns keiner danach gefragt am Anfang. Das ist nämlich tatsächlich rein auf Herzblut und Risikobereitschaft gegründet. Und es ist die Zelebration von Popkultur im weitesten Sinne, wenn ich das ja erstmal so akademisch mal formulieren kann. Natürlich. Man muss, glaube ich, Trash auch lieben, um ihn zu feiern. Das ist ja, glaube ich... Um da jetzt auch mal direkt die grundlegende Definition für den Trash, den wir lieben oder den wir gerne fördern und auch natürlich ganz authentisch ermitteln in unseren halbwegs Kunstfiguren, aber wir sind ja doch auch reichlich wir in diesem Format, dass der Trash, der eben jetzt nicht kalkuliert genau das versucht sein zu sollen oder zu wollen, was oder Trash zu verstehen ist, genauso wie eben der Eskapismus John Sinclair genau. Ja auch nichts ist, was sagt, hier kommt Scheiße, sondern da, wo wirklich Grandioses gewollt werden soll und eine Vision herrscht, wenn das aufgrund von Talentlosigkeit, aufgrund von Budgetmangel, aufgrund von wir reden jetzt nicht von John Sinclair. Was auch immer, wenn das scheitern muss ja. Und wenn wir das entdecken dürfen und trotzdem gegenteiliger Meinung sind und vor allen Dingen, ich glaube eigentlich der größte Nenner ist, wir müssen von einem Trashfilm getouched sein. Ja, man muss den auch wirklich, wie du sagst, man muss den auch lieben und das wird oft dann falsch verstanden, ihr macht euch darüber lustig, das ist Quatsch. Also ich sag mal, erstens, nie wieder wird ein Film so präsentiert wie bei uns. Das ist ja eine Ehrung. Aber ich würde jetzt gerne und wir, und wir feiern das eben und so und das finde ich, das gehört auch dazu. Man sieht, dass wir Fans sind, also von Film und auch von Film, der mit Schmackes an die Wand gefahren ist, weißt du? Also der wollte Vollgas geben und hat nicht gesehen, da steht die Wand vor uns und das ist ein guter Schläferz. Aber ihr seid auch Sinclair-Fans, ja? Absolut. Ja. Also ich bin ein riesen Sinclair-Fan. Durch die Hörspiele hauptsächlich später geworden und Peter Schulz? Ja, mit 15 Jahren bei meinem ersten Hollandurlaub alleine ohne Eltern habe ich die im Hauszelt gelesen. Ja, liefen die noch unter Gespensterkrimi, da hatten wir gerade schon das Vergnügen, mal kurz diesen biografischen Schnittpunkt zu markieren. Und da habe ich die bis die zur eigenständigen Reihe wurden. Und dann habe ich mich mit ernsthafterer Literatur beschäftigt. Aber mit Jerry Cotton. Mit Jerry Cotton. Aber darüber haben wir auch gesprochen, man kehrt ja dann doch wieder zurück in diese Sinclair-Familie und zu der gehört er ja ab dem 16. Dezember, beziehungsweise seit heute auch offiziell, denn wir werden heute bei euch, ja, die freuen sich schon diebisch wie kleine Jungs, denn wir werden nicht nur ein Pre-Listening machen heute mit euch, also wir werden ins Hörspiel reinhören, aber wir werden auch eine Live-Lesung haben mit den beiden und noch mit jemand anderem, den wir jetzt begrüßen dürfen, glaube ich, nicht wahr? Ja, Amy, natürlich. Darf ich dir die Ehre, dass du ihn jetzt, weil ich habe ihn gerade erst in Gütersloh interviewen dürfen und ich habe gedacht, nee, komm, das muss die Amy jetzt machen. Aber weil gerne. Wir haben gerade noch ein kleines Abenteuer gehabt, über das wir gleich sprechen. Kleiner Teaser, Amy, go. Darf ich auf die Bühne bitten? Nobody else but... The Chief Inspector of Scotland Yard, Mr. John Sinclair, oh, Dietmar Wunder! Da ist er. Ha, der Dietmar, hallo, hier. Servus. Herrschaften, servus, hier. Respekt. Dietmar, was ist gerade passiert, gerade eben, bevor wir auf die Bühne gegangen sind? Wir hatten uns gerettet. Wir hatten ein Sinclair-Abenteuer. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, was gerade eben passiert ist. Erstmal Dankeschön für das schöne Willkommensheißen. Also wir sind gerade sozusagen in den heiligen Hallen von Löwe gewesen. So, und da sind wir runter und da hieß es von wegen, wir müssen diesen Zwischenkorridor da erreichen. Und da sagte ich, mir wurde heute ein Geheimweg gezeigt.
Und weißt du noch, wie der geht? Ist noch nicht so richtig. Und dann sind wir in den Fahrstuhl gestiegen, sind runtergefahren und waren plötzlich in einer vollkommen anderen Realität, in irgendwelchen Hallen, die nicht zu Lünen gehören, wo wir sagten, dürfen wir überhaupt sein? Was ist, wenn ich die Tür aufmache? Geht da der Alarm los? Nein, ging er nicht. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, wir müssen jetzt da runter und dann durch die Tür, wo mir dann sozusagen der Brand Manager sagte, aber da habe ich gar keinen Zugang. Ich so, der ist schon auf, der Zugang. Dann war er wirklich auf und dann gingen wir durch die Tür und dann waren wir plötzlich da. Und dann ging es noch um deine Tasche und ich sagte, ich weiß, wo die ist. Und dann habe ich die gefunden und dann meinte ich... Ja, ich hatte meine Tasche hingestellt und hatte vergessen, sie eigentlich in einen sicheren Raum zu packen und hatte tierische Angst, weil ich so ein bisschen Cholerikerin bin. Und du, Dietmar, hast sie dann gerettet. Ja, du hast so leicht Panik. Es war so spooky. Das war wirklich... Und es war echt die Energie. Er hat sich von der Energie, er hat sein Kreuz gehalten und dann ist er da durch. Und wir sind... Und es waren dann wirklich in den Gängen, wo sie sagten, hier war seit Jahrhunderten kein Mensch mehr. Und hier sind nur Geister in den Gängen. Und er hat uns durchgeführt und es war nur so Phosphorlicht. Er hat es auch die ganze Zeit mit dieser Stimme kommentiert. Ja. Ich mache die Tür auf. Wird dahinter ein Dämonentor sein. Ich habe wirklich, wenn jetzt noch Alexander Lange reinkommt, dann bin ich raus. Dann bin ich raus. Peter ist am Ende noch von einem Zombie gebissen worden, glaube ich. Wir gucken mal. Also nicht nur im Hörspiel, sondern auch im echten Leben ein absoluter Superheld. Wir lesen aus Totenkopf TV, bevor wir gleich noch weiter reden. Das ist, denn so ein bisschen war das ja auch, was wir gerade erlebt haben, so ein bisschen wie ein Toten. Es war so ein bisschen Déjà-vu-mäßig. Also ich habe auch gedacht, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, das war auch nicht geplant. Nee, aber ich habe auch gedacht, vielleicht zieht er jetzt gleich die Kreditkarte und macht die Tür auf, weil ich hatte meine Haarklammern vergessen, sonst könnte man das auch damit machen, aber... Er hat ja einfach aufgetreten. So er hatte die gnostische Gemme immer in der Tasche. Genau. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, oder? Fangen wir mal an mit unserer Live-Lesung aus Totenkopf TV. Wie geht das denn los wohl? Mit welcher Szene geht das denn los? Ich weiß nicht, ob du in der ersten Szene dabei bist, Peter? Peter nicht, nein. Peter kann sich noch zurücklehnen. Soll ich meine kurze Antwort machen, wo wir sind? Oder wo wir sind, genau. Peter kommt wie immer ganz später. Genau, obwohl, ja. Also ich sozusagen, ja. Genau. Ich bin zuständig für die Regie. Genau. Hier steht also oben Anmerkung, Dietmar liest die Regieanweisung. Das bin ich. Müssen wir dann. Hat die Brandmanagerin so beschlossen. Also die Idee ist folgende, nur so, dass ihr so ein Scene-Setting habt, damit ihr wisst, wo wir gerade sind. Oliver Kalkofe und sein Produzent Hennes Bender sind bei den Proben in Köln für Schläferts, was live passieren soll, für die Live-Show. Und die Tontechnikerin Amy Zayed ist auch da. Und dann geht's jetzt los und was passiert da? Wir sind bei der Probe. Wir sind bei der Probe. Das ganze Spiel. Peter ist noch nicht da. Und Peter ist natürlich nicht. Das ganze spielt in einer nicht genannten Mehrzweckhalle. Genau. So. Szene 1. Auf der Bühne der leeren Veranstaltungshalle. Probe für die Schläferts-Premiere am nächsten Abend. Auf der Bühne stehen zwei Särge. Ein schmaler und ein etwas breiterer. Gelächter aus dem Publikum. Sehr gut, sehr gut. In der ersten Reihe sitzt der Manager und Regisseur, der einzig wahre Hennes Bender, und überwacht die Probe, während ca. 30 Meter entfernt im Saal die Tontechnikerin Amy Zayed am Mischpult steht. Der breite Sarg wird von innen geöffnet. Und Oliver Kalkofe richtet sich zugegebenermaßen etwas mühsam auf. Anmerkung: Im Folgenden wirkt Oliver Kalkofe unkonzentriert, weil der magische Einfluss des Dämons seine Konzentration stört. Hallo, liebe Freunde des schlechten Geschmacks und der unerträglichen Scheißigkeit des Seins, beziehungsweise der allzu gewöhnlichen TV-Unterhaltung. Willkommen zu Schläferts, zur Präsentation der schlechtesten Filme aller Zeiten. Heute präsentieren wir euch die Praline auf dem großen Haufen. Also ich wollte sagen, die Rosette, nein. Das schwarze Loch in der Mitte unseres unendlichen Trashiversums, mit dessen Exkrementen wir euch während der vergangenen Jahre, diese
Praline, dieser Horrorschocker des Jahrtausend, der selbst von der Feuilleton-Redaktion des Wachturms in Grund und Boden rezensiert wurde, heißt... wie heißt der denn nochmal? Mensch! Ja. Totenkopf-TV. Ach ja, stimmt. Richtig. Mann, ja. Olli, zur Not einfach mal auf den Teleprompter achten. Ja, da steht's ja. Totenkopf-TV, ja, so. Wobei ich bis heute rätsle, was diese schnittige Alliteration wohl mit dem Inhalt zuerst meinen windigen Co-Moderator vorstellen, der auch an diesem wertesten Abend, sag mal, Hennes, ist da eine Zeile verrutscht oder was? Nein. Ach so, ja, Entschuldigung, jetzt. Was das wohl mit dem Inhalt zu tun hat, doch möchte ich euch zuerst meinen wertesten Co-Moderator vorstellen, der auch an diesem windigen Abend wieder den Weg hierher ins Studio und der heißt Peter Rütsch. Aus! Mann, ja. Lass gut sein, Kalk. Ach, du, mir ist irgendwie so komisch, Hennes. Ja, das ist ganz normal bei Leuten, die sonst nur Fernsehen aus der Dose produzieren. Nein. Das ist die Bühne hier, die Bühne, wirklich. Und der Sarg. Oh, sag mal. Wieso soll ich eigentlich aus diesem Sarg unbedingt kriechen und nicht aus dem schönen Schmalen da? Ja, warum wohl, Olli? Der schmale Sarg ist für Peter. Ja, sehr gut. Ja, und das ist auch dann der Witz auf der Bühne. Dass Peter ihm seinen Sarg schmal ist und ich ihn meiner ist. Das hast du ganz genau und richtig erkannt. Und das ohne Teleprompter. Ach, ja. Und jetzt reiß dich endlich mal ein bisschen am Riemen. Verdammt nochmal. Ja. Gestern warst du noch ganz begeistert von der Halle hier. Und jetzt. Ja, schon. Ich weiß. Aber vielleicht hätte ich doch auf meinen Opa hören sollen. Weißt du, ich meine, er hat doch in seinem Buch geschrieben. Das weißt du doch. Nee, ich hab dir erzählt von dem Zauberbuch, das ich auf seinem Dachboden gefunden habe. Und nein, das weiß ich nicht, Olli. Und es ist mir auch scheißegal, weil wir proben hier nämlich. Und im Übrigen ist der Ton scheiße. Amy, wieso ist der Ton scheiße? Keine Ahnung, ich habe nichts gemacht. Ja, das entspricht wohl ganz der Wahrheit. Im Folgenden. Aber ich glaube auch, wir sollten die Proben abblasen und die Vorstellung morgen auch. Wie bitte? Seid ihr alle verrückt geworden? Sorry. Oder was? Das Auge des Horus spürt ziemlich finstere magische Schwingungen, die unser K negativ beeinflussen könnten. Amy, bitte jetzt kein Esoterik-Scheiß hier. Wir haben schon genug Probleme hier. Olli zum Beispiel. Ja, Moment. Ich kann doch einfach mal. Lass mich mal versuchen, den Einführungstext, also diesen. Den Einführungstext jetzt allein zu. Ich mein's wirklich ernst. Dieser Ort ist nicht gut für Olli. Er sollte die Bühne lieber sofort. Was? Hallo? Was? Amy, hörst du mich? Amy, das Funkmikro ist im Arsch. Das liegt an den Schwingungen, das Auge des Horus, es warnt mich. Wir sollten diesen Ort verlassen. Ich glaube, ich bin im Irrenhaus. Amy, bring sofort die Funkstrecken in Ordnung und dann ruf Peter an. Ich will wissen, wieso er noch nicht da ist. Was? Wieso? Peter kommt doch erst morgen früh am Flughafen an. Was? Ja, morgen früh? Und wieso sagt mir das keiner? Der hat mich vorhin noch angerufen aus Bangkok und hat... Das darf doch alles nicht wahr sein. Wie sollen wir denn morgen Abend eine Vorstellung hinkriegen, wenn Peter jetzt noch in Bangkok... Ich glaube, das Funkmikro funktioniert wieder. Ja. Das funktioniert, aber dreh bitte die Lautstärke runter, sonst... Aber wir müssen die Probe abbrechen, sonst... Also dann machen wir erstmal weiter, jetzt Amy weg. Olli, zurück in den Sarg. Warte, ich komme zu euch. Was? Nein, Amy, du bleibst da hinten am Mischpult. Hallo? Amy, du bleibst da hinten am Mischpult. Aber Olli muss runter von der Bühne. Was? Amy? Hallo? Olli, ich hab gesagt, zurück in den Sarg. Ja, gut, du bist der Regisseur. Alles klar, ich geh da rein und...
in ihren Deckel zu. Im Folgenden könnte sich Amy Seitz' Stimme, während sie sich nach vorne rennt, teilweise doppeln, 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 doppeln. Wenn das Mikrofon in Hennes Ohr kurzfristig funktioniert, funktioniert. Hennes! 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 Amy, was soll das? Ich sagte, wir brauchen dich da hinten. Hennes, hör mir zu! Hör mir zu, wir müssen abbrechen! Au! Oh, Mann! Der Deckel! Oh, Scheiße! Ah! Oh, fuck! Was ist passiert? Keine Ahnung. Olli ist zu dämlich, einen Sargdeckel über sich zuzumachen. Oh, meine Nase, guck mal, blutet alles. Oh, Mann, oh. Hennes, Hennes, er blutet. Ja, ganz toll. Versuch bitte, irgendwo einen Verbandskasten herzukriegen. Ich kümmere mich um Olli. Nein, nein, Olli muss sofort, sofort runter von der Bühne, sonst... Du, übrigens, in dem Zauberbuch von meinem Opa, ne, da steht... Sonst erwacht der Dämon und... Also, morgen übernimmt Peter die Anmoderation, das sag ich euch. Was? Nein, hör mal, das schaff ich schon, ne? Also, jetzt mal ehrlich, das wird nichts, das kann er gar nicht. Das ist, nein. Olli, das Auge des Horus, es hat mir übermittelt, dass hier ein magisches Kraftfeld existiert, das speziell auf dich... Was? Vorsicht! Scheiße, was? Und dann öffnet sich das Tor. Oh, Szene, Vorhang. Gänsehaut. Dietmar, du als erfahrener Synchronsprecher und Regisseur, eine Note von 1 bis 10 für uns jetzt, für diese Live-Performance? Genau. Ich habe gerade Punktprobleme. Ja, gut. Es ist ein anderer Sport. Man macht das gar nicht so oft, dass man wirklich noch live Hörspiele macht, oder ist es... Nee, also jetzt sagen wir mal so, in den letzten Jahren, würde ich sagen, hat sich das wirklich nochmal groß verändert. Sicherlich auch durch eine andere mit 3 Ausrufezeichen. Nee, anders war das, die sind ja auch sehr viel live. Und dadurch ist es so ein Kult geworden, was ich ganz toll finde, weil Live-Hörspiel ist natürlich auf der einen Seite Entertainment, soll ernsthaft sein, aber das Ganze, was es so ein bisschen lebendig macht, ist ja gerade das, was passiert auf der Bühne. Mhm. Und dadurch, finde ich, ist Live-Hörspiel Zwischending zwischen Theater und Hörspiel fürs Ohr. Das ist ja Kino fürs Kopf auf der Bühne, live, szenische Lesung, Theater. Und ich finde, es macht wahnsinnig viel Spaß. Also hier oben, wir hatten sehr viel Spaß und ich glaube, ihr auch, glaube ich. Und das macht es natürlich unheimlich lebendig. Ja. Wäre das nicht was, wo wir jetzt gerade hier sind? Ich nehme jetzt einfach mal die Möglichkeit, dass man das vielleicht mal öfter machen könnte. Vielleicht, wenn man sich mal so trifft. Dann holen wir noch mal Martin May dazu und Kathi Karrenbauer. Dann ganz machen wir großartig. Vielleicht mal... Was meint ihr? Ja? Das wäre doch mal... Wäre doch eine schöne Sache. Aber wir wollen dann auch mitmachen, ne? Ja, klar. Wie, Olli, du... Dass ihr das ohne uns macht. Na, ohne Peter und Olli gehe ich nicht auf die Bühne, oder? Wollen wir mal klarstellen. Olli, du als... Ich bin live auch sehr gut, aber mit mir, ne? Zu deiner Szene kommen wir noch, lieber Peter. Also das ist ja meine persönliche Lieblingsszene in dem Hörspiel. Olli, du als großer erklärter Bond-Fan, kommst du denn näher an Bond ran als in diesem Hörspiel? Weil Dietmar natürlich als Stimme von Daniel Craig über 10 Jahre lang, das ist... Also nein, das war mir auch klar, dass ich näher wahrscheinlich nie an James Bond rankommen werde und dass ich von Bond und Sinclair gemeinsam gerettet werde, also und wirklich mit ihm gegen das Böse kämpfen kann. Das ist natürlich, da werden viele Jugendträume wahr. Ne? Und ich möchte auch an dieser Stelle einmal sagen, dass ich immer, wenn ich Dietmar treffe, trage ich ihm zu Ehren meine James Bond Socken. Also wirklich offizielle James Bond Socken. Gibt es nämlich im James Bond Shop in England. Und da habe ich welche besorgt, die trage ich immer extra für Dietmar. Ja. Ist das eine Ehre, oder? Ja. Wobei ich auch mal ganz kurz anfügen möchte, dass deine OSS 117 Synchro natürlich auch fantastisch. Bin ich auch nah an Bond gewesen. Genau, oder? Das stimmt. Als, ja, ja. Als genau. Agent, ja. Aber so nah eben. Nein. Sonst ja nicht. Hast Nein, es war eine große Freude, und dass wir eben wirklich dass wir das zusammen machen durften. Und ich habe ja auch das Kreuz berühren dürfen schon, ne? Das in echt. Das ist ja, ne, nicht das am, gibt's ja aber auch nicht jeder. Cover, das Foto. Jeder nur ein Kreuz. Ja.
Das war der andere Film, genau. Ganz, ganz, hast du die Filme gesehen von ihm, die OSS 117-Filme, die Synchronisationsfilme? Olli hat irgendwas kurz zu sagen. Da bin ich ja eine Art französischer James Bond, da habe ich die Synchronisation gemacht. Genau, Olli synchronisiert Jean Dujardin, den Oscar-Preisträger, in diesen Film. Und das ist eine man kann sagen, das ist eine Parodie auf die 60er-Jahre, dann später 70er-Jahre und dann 80er-Jahre James Bond-Filme zusammen mit den ganzen Klischees und dieser ganzen Schlüpfrigkeit, die dabei ist. Großartig. Und da hast du ihn gesprochen. Ja. Hast du auch das Synchronbuch geschrieben? Ja, zusammen mit Frank Schaff, der die Regie auch gemacht hat. Und da haben wir auch das Buch für geschrieben, ja. Und das ist großartig. Ja, somit bin ich Kollege, ja, also Agentenkollege. Nein, sind wirklich, die Filme kann man sehr empfehlen. Wer die noch nicht gesehen hat, 3 Stück gibt es ja von OSS 117. Ein Agent, der eben übrigens auch schon vor James Bond existiert hat. Also die Bücher sind älter als die Bond-Bücher. Und es ist auch eine Buchreihe, die in Frankreich jeder kennt, bei uns kaum einer. Und diese 3 Filme sind fantastisch. Kann ich unterschreiben. Du bist ja jetzt, was James Bond angeht, bist du ja jetzt quasi berentet sozusagen. Das ist jetzt, also, aber du bleibst ja der Sprecher von Daniel Craig. Du hast ganz schön viel zu tun gehabt, trotzdem in diesem Jahr mit ihm. Interessanterweise, also seit gestern oder vorgestern läuft ja der neueste Knives Out Film, sozusagen, der heißt ja Glass Onion. Und der läuft seit vor 2 Tagen in den Kinos bis zum 28. oder 29. Und dann wird er in einem jetzt nicht erwähnten Streamingdienst dann ab Ende, kurz vor Weihnachten gezeigt. Und das ist wirklich toll. Also da merkst du richtig, dass Daniel Craig es geliebt hat, aus diesem Bond-Image, dieses sehr zurückgenommene, immer cool spielen, diesen Theater, im Grunde genommen, er ist ja Privatermittler oder Privatdetektiv und der spielt da Theater. Und da merkst du, was für eine Power der hat. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, den zu synchronisieren. Interessanterweise auch, weil er hat im Original einen Südstaaten-Akzent. Und da war die große Frage, wie synchronisierst du das im Deutschen? Da können wir jetzt nicht plötzlich bayerisch oder sächsisch draus machen, das kommt ein bisschen komisch. Könntest du das? Mach doch mal James Bond auf sächsisch. Ja, wenn du das so jetzt schon... Die Stadt muss ich mich... Genau, wie heißt das? Ja, müssen ein bisschen mal so sprechen, das ist so mein bayerisch Name. Bayerisch. Ja, Bond, der James Bond. Ja. Na, es gab ja schon mal einen sächsischen James Bond-Bösewicht, nämlich Gerd Fröbe. Ja. Ich erwarte nicht, dass Sie reden, ich erwarte, dass Sie sterben, Mr. Bond. Mr. Bond. Mr. Bond. Ja. Da gibt es eine... Ja, das ist sehr gut. Es war so, ja, es war so. Und ja, sorry, aber Da gibt es im Übrigen eine interessante Anekdote. Er hat ja selbst auf Englisch gespielt, Gerd Fröbe, und er hat gesagt, ich kann Englisch. Okay. Er konnte aber kein richtiges Englisch oder so, dass die Leute gesagt haben, was hat er gesagt? Da wurde er auf Englisch nochmal nachsynchronisiert von einem englischen... Okay, das muss man auch mal erstmal machen. Ja, dass man im englischen Original nicht original zu hören ist, sondern in der deutschen Synchronisation original zu hören ist. Warum, wo du gerade da bist, als Sprecher und Autor und Synchronregisseur, warum ist das bei uns in Deutschland so eine Kultur geworden, synchron? Und warum haben die Engländer und die Amerikaner so ein Problem, wenn jetzt kommt demnächst dieser Film raus von Tom Hanks, hier ein Mann namens Uwe, auf Englisch heißt er dann A Man Called Otto. Warum müssen die Filme nochmal nachdrehen? Warum ist diese Synchronkultur... Also es heißt, dass die Amerikaner damals nach dem Zweiten, also es wurde seit 1930 wird synchronisiert und dann nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner gesagt, wir wollen das amerikanische Gedankengut beziehungsweise die Mentalität und das, was wir in den Film transportieren wollen, den Deutschen näher bringen. Dann haben sie teilweise die Filme auf Deutsch gedreht, die gleiche oder die Szene auf Englisch und dann gleich die gleiche Szene nochmal auf Deutsch gedreht und irgendwann wurde das zu teuer und dann kam sie auf die Idee, das machen wir dann, indem wir synchronisieren und dadurch entstand diese Kultur und ich finde bis heute ist es ein wunderbares Hilfsmittel, es ist nicht niemals das Original, das erreichen wir nie, aber es ist ein wunderbares Hilfsmittel, in eine dir fremde Kultur, in einer dir vertrauten Sprache nahe zu bringen. Und dann das Gefühl zu haben, das ist mir sehr vertraut. Und das finde ich ein ganz tolles Hilfsmittel, weil ganz ehrlich, also Dr. House im Original, ich kenne nicht die englischen Vokabeln für irgendwelche wichtigen Arzneimittel oder die politischen Fachvokabulari. Das heißt, ich finde das ein ganz tolles Hilfsmittel und ich glaube, das ist deswegen über diese Jahrzehnte so entstanden und bis heute finde ich, das macht großen Spaß, Bruce Willis auf Deutsch zu hören. Muss man ja auch kurz sagen, das ist natürlich hier entstanden, weil eben die Menschen konnten nicht wirklich alle Englisch und die Kultur, gerade die ganzen Filme und Serien, kamen aus England oder Amerika und deswegen musste hier synchronisiert werden und da hat sich eine Kultur entwickelt, die eben großartig ist. Also das hat eben in England oder Amerika, wenn die jetzt mal 1 oder 2 Filme hätten, die mal aus dem Ausland kommen, die haben ja genug selber gehabt immer so und dann, als sie dann mal was hatten, wie
wie das Boot oder ähnliches, dann haben sie halt, die haben nicht die Möglichkeiten, so zu synchronisieren. Weil das ist ja fantastisch, was hier entstanden ist. Und eben wirklich die Synchronlandschaft in Deutschland, also ohne die hätten wir, glaube ich, kulturell so, auf so viel verzichten müssen, ja, in all den Jahrzehnten. Und es, immer mal wieder geschieht es ja, dass man wirklich sagen kann, es ist dem Original wirklich komplett, es ist gleichwertig, mhm, oder teilweise sogar besser. Und, mhm, genau wie du sagst, egal wie oft Leute sagen, wie, ah, ich gucke die Sachen nur im Original oder so. Sorry, ich hab Little Britain zum Beispiel ja auch synchronisiert und die Bücher gemacht. Und deswegen, da habe ich auch vorher immer gesagt, ich habe die schon im Original gesehen. Und dann habe ich die Bücher gemacht und dann habe ich gesehen, fuck, ich habe überhaupt nichts verstanden. Also ich habe das, was ich dachte, das stimmte alles gar nicht. Und es war, oder besser gesagt, ich habe so viel von den Feinheiten nicht verstanden. Ja, und das ist deswegen, also eine Synchronisation ist wirklich sehr wichtig. Und egal, also wenn man nicht ein Native Speaker ist, versteht man zwar vielleicht einiges oder das meiste oder das Wichtige, aber nicht wirklich alles. Und eine deutsche Synchro, wenn die richtig gut ist, ist wirklich Gold wert. Also By the way, ist euch bekannt, dass es nochmal so eine handwerkliche Vertiefung gibt in dem Genre, irgendwo auf der Welt, also bei uns? In anderen Ländern? Indonesien oder was weiß ich. Also es wird witzigerweise seit einigen Jahren auch dort synchronisiert, weil die Leute sagen, hat mir mal ein Supervisor gesagt, guck dir mal mit dem Handy an und versuch mal auf dem Handy Untertitel zu lesen. Mhm. Schwierig. Und deswegen heißt es, dass ganz in ganz vielen Ländern jetzt neuerdings auch synchronisiert wird. Und ich glaube, dieser Synchronkult, der entstanden ist über die Jahre, ist wieder zurück zu unserem Thema zum Beispiel Hörspiele, Hörbücher. Deswegen funktionieren auch Hörspiele und Hörbücher mit den Stimmen so gut in Deutschland, weil wir im deutschsprachigen Bereich, weil wir verbinden die Stimmen ganz oft mit eventuell Hollywood-Kino oder großem Kino. Mhm. Und dadurch funktioniert es ganz oft in Deutschland, dass Hörspiele oder Hörbücher so eine Magie verbreiten und wir auch audiophil geworden sind über die Jahrzehnte, was ganz toll ist, finde ich. Ja. Also auch gerade für Kinder. Ich dachte so, Disney-Filme für Fünfjährige, die verstehen halt oft noch kein Englisch. Also ich bin froh, dass ich die mit 4, 5 noch auf Deutsch sehen konnte. Und da hatten wir damals auch dann die Schallplatten und, oh, die Kassetten, ja, und können die heute, genau, noch auswendig mitsprechen. Ja. Ne? Genau, wunderbar. Und heute haben wir jetzt Hans Page. Als Erzähler, ja, einfach ein totaler Begleiter, den ich auch noch wirklich im Kopf einschalten kann immer. Der die Schatzinsel oder Irre. Die Winnetou-Geschichten, ja, hat der eigentlich eine Synchronaufgabe auch irgendwo? Nee, also ich kann mich nicht dran erinnern, selten, oder? Ganz selten, glaube ich. Ich glaube, Hans Page hat ganz, ganz, Pastewka würde es jetzt wissen, aber Hans Page hat, glaube ich, ganz selten mal, es gab ja immer diese Hamburg-Klitsche, also die haben ja dann Fernsehen gemacht, Europa, und dann natürlich die ganzen Berliner, die Disney-Filme gemacht haben. Genau, und du warst ja nicht nur James Bond, du warst ja auch sein Auto. Ja, genau. Denn Dietmar Wunder hat tatsächlich mal einen Aston Martin gesprochen. Cars 2. Cars 2, genau. Finn McMissile. Und das Schönste ist immer, dass dann Leute mich ansprechen und sagen, Dietmar, mit dem Bond ist ja ganz cool, aber viel schöner ist ja, dass du das Auto in Cars 2 oder der Erzähler von Leo Lausemaus bist. Das finden oft die Menschen viel cooler. Weil ich sage, stimmt, eigentlich ja viel schöner. Kommst du nicht, ich war bei Planes die Stimme von Franz Fliegenhosen. Ja. Kommt man da nicht in einen inneren Konflikt? Rutscht du dann manchmal dann raus irgendwie so? Oder wenn du jetzt einen Rockwell sprichst, einen Sam Rockwell, denke ich mal, oder einen Don Cheadle, und hast du dann was abgespeichert bei dir, wo du denkst, okay, der spricht jetzt so, oder brauchst du einfach nur das Gesicht? Und ja, also in dem Moment inzwischen ist es wirklich so, dass wenn ich das Gesicht sehe, also wenn ich zum Beispiel Sandler jetzt vor mir sehe und dann so denke, so, okay, so steht er da und so ist er, dann ist sofort, dann habe ich dieses Lächeln und diese... Die das ist aber auch Gottschalk. Also das passiert dann wirklich so, dass ja natürlich auch die Gesichter inzwischen über die Jahre, die ich die auch begleiten darf, ist es so, dass ich die dann auch sofort weiß, wie sie klingen im Original, und dann gewöhne ich mir das an. Aber natürlich hilft das Gesicht, die Spielart, wie zum Beispiel Craig spielt ja Bond und Biden ja zurückgenommen, steht ja auch mit einer unglaublichen Körperspannung da. Aber wenn er diesen Benoit Blanc, dann hat er weit mehr diese Überartikulation oder sowas. Also es ist dann mehr so das, was ich ihm abnehme. Ja. Ich glaube, wir kommen zum nächsten Punkt. Ne? Ja, ne? Ich glaube, jetzt haben wir ganz viel über Bond und über Synchron und so gesprochen. Und ich glaube, ihr denkt euch jetzt so langsam, boah, jetzt reden die so ein bisschen über Totenkopf-TV, jetzt haben die uns schon ein bisschen heiß gemacht mit ihrer Live-Lesung. Sollen wir mal ein bisschen reinhören? Was meint ihr? Ja. Sollen wir reinhören? Seid ihr gespannt auf das, was das jetzt wirklich sind? Hören wir rein! Das
Das Pre-Listening von Totenkopf TV. Das glänzende einem riesigen Spiegel ähnelnde schwarze Etwas war wie aus dem Nichts auf der Bühne direkt hinter den beiden Särgen erschienen. Zwei monströs große Skelette schossen aus der unruhig wabernden Oberfläche des Spiegels hervor. Doch bevor sie den bekannten Comedian Oliver Kalkofe ergreifen konnten, sprang die Toningenieurin Amy Syatt auf die Bühne, warf sich schützend vor Kalkofe und wurde selbst von den Klauen gepackt. Das goldfarbene Amulett, das sie in der Hand gehalten hatte, flog durch die Luft und blieb an ihrem linken Fuß hängen, als sie mit dem Kopf voran bis zur Hüfte in den Spiegel hineingerissen wurde. Amy! Oh Gott, nein! Amy! Ach du Kacke, was ist eine wabernde Oberfläche? Im selben Moment erstarrt, sodass nur noch Amys Beine daraus hervorragten. Mit dem Amulett, das an ihrem Knöchel pendelte. Leck mich fett. Fuck, Amy. Amy? Ich hab's ja gesagt, irgendwas ist hier merkwürdig. Sie ist doch nicht tot, oder? Was ist das denn für ein Ding? So eine Art magisches Tor, schätze ich. So sehen die in unseren Filmen jedenfalls auch immer aus. Ich meine das Ding an Amys Fuß. Was? Ach das? Moment. Deichmann 1995. Das könnte ein magischer Code sein, oder? Nicht das Preisschild. Das Amulett an ihrem Knöchel. Ach so, ja. Das ist das Auge des Horus. Was für ein Auge? Sie ist doch medial begabt und das Auge hilft ihr. Also das hilft ihr. Sie hat was von einem Dämon gesagt. Hennes, ich glaube, ich habe einen riesen Fehler gemacht. Egal, wir müssen sie da rausziehen. Hör mal, ich habe dir doch von dem Buch erzählt. Dem Buch von meinem Opa, das ich auf dem Dachboden gefunden habe. Und da steht drin... Du hältst jetzt die Klappe und packst mit an. Oder Peter macht Schläferz alleine weiter. Hä? Was? Aber das schafft er doch gar nicht allein. Das ist doch... Okay. Und los! Hab ich ja gesagt. Also, wie gesagt, mein Großvater hat in seinem Buch geschrieben, dass... Oh, verdammt, wieso geht denn da keiner ran? Was kann ich für Sie tun? Ja, Hennes Bender hier. Ich... Wer ist da? Hennes, alles okay mit dir? Das war der Dämon? Woher weißt du das? Naja, weil Dämonen das so machen, wenn sie einen in ihren Bann schlagen. Dann unterbrechen sie die Verbindung, dass man ganz alleine ist und dann freuen sie sich und verspotten einen, dass man ganz doll Angst kriegt und so. Hey? Ja. Und woher weißt du sowas? Aus dem Buch, hab ich doch gerade gesagt. Was? Was für ein Buch? Oh, na, das Buch auf dem Dachboden von meinem Opa. Das lag da zwischen tausenden Romanheften und Horrorkassetten von so einem Geisterjäger, der mit seinem Kreuz Geister gejagt hat. Weißt du, so Geister und Dämonen. John Sinclair. Was für ein Buch? In dem Buch hat mein Opa aufgeschrieben, wie man Dämonen beschwört. Also theoretisch. Ja, aber auch praktisch. Und wie man ihren Bann wieder brechen kann. Moment, das ist es. Was? Nein, wir brechen den Bann. Und dann holen wir Hilfe.
Na, wir holen diesen John Sinclair. John Sinclair? Ja, genau. Diesen Geisterjäger aus den Heften auf dem Dachboden von deinem Großvater. Ja, genau. Das sind Geschichten, Olli. Die hat sich jemand ausgedacht. Das sind nur Geschichten. Meinst du? Aber Jerry Cotton gibt es doch auch. Moment. Ich kann den Zauberspruch aus dem Buch von meinem Opa sogar noch auswendig, glaube ich. Moment, warte mal. Wie geht er noch? Moment. Afrika! Penguin pur. Olli, ich glaube, du solltest lieber aufhören. Psst, darf ich noch eine Silbe? Penis! Penis? Der Spruch endet auf Penis? Nein, Penis! Verstehst du? Aber anscheinend wirkt er nicht. Vielleicht könnte Amys Amulett helfen. Moment, mal sehen, ob ich... In dem Moment, als Oliver Kalkofe das Amulett von Amys Fuß löste, geriet die unheimliche Toroberfläche wieder in Bewegung. Kalkweiß starrte Kalkofe auf den schwarzen Strudel, der sich darin bildete und Amys Beine endgültig verschluckte. Dann griff der Sog nach Kalkofe. Olli, Vorsicht! Das Amulett in der Hand wurde der Comedian mit den Füßen voran wie ein Blatt im Wind auf das Tor zugewirbelt und... blieb darin stecken, als sich die Substanz des Tores erneut verfestigte. Nur dass jetzt statt Amys Füßen sein Oberkörper aus dem Tor herausguckte. Mist. Olli? Mann, Ennis, jetzt hilf mir doch mal. Ich glaube, ich steck fest. Es liegt an dem Amulett. Was? Das Auge des Horus. Es blockiert dieses Tor. Ja, kann ja sein. Und was heißt das jetzt? Das ist gut. Das ist sogar verdammt gut. Das ist viel besser als die Sargnummer. Meinst du, du könntest die Anmoderation morgen auch aus dieser Position übernehmen? Totenkopf-TV. Was hast du? Ich würde sagen, wie es weitergeht, das erfahrt ihr dann am 16. Dezember. Ich sag's nur noch mal. Ich würde gerne wissen, Olli und Peter, wie fandet ihr es jetzt? Ich meine, ich weiß nicht, ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, aber jetzt so mal so mit richtig Wumms. Also, dass ich das... Wie fandet ihr euch getroffen so? Ja, dass ich das nochmal durchleben musste jetzt, das war ja schon traumatische Momente. Das war jetzt für mich sehr hart gerade. Oh. Ja, weil ich weiß ja gar nicht, ob ich das bitte überlebe. Bitte einmal drauf für Olli. Ich hoffe, ich überlebe oh. das. Ja, das war ja, ich weiß ja gar nicht, wie es ausgeht. Also das war, ne, also war schon echt hart. Ja, also ich muss einfach mal Applaus fürs Sound-Editing, mal so ganz ja, generell. Wir müssen mal wirklich jetzt an dieser Stelle nochmal Sebastian Breitbach nochmal erwähnen, der für das Sounddesign der Hörspiele zuständig ist, der gerade in den letzten Monaten so unglaubliche Sachen abgeliefert hat, die ich als Hörspielfan so noch nicht gehört habe. Er ist ein absoluter Meister des Hörsounds, des Sounddesigns und auch wie man jetzt gerade gehört hat, ein ganz großes Kompliment nach Berlin, Sebastian und Dennis. Nein, die habe ich da extra gemacht.
Also, alles klar. Aber das ist schon auch so sehr, als ich das zum ersten Mal gehört habe, es ist doch auch seltsam dann, wenn John Sinclair dann auftritt und einen dann beim Namen nennt. Also für den normalen Hörer ist es ja okay, der spricht, aber wenn auf einmal du als John Sinclair sagst, dann musste ich Hennes Bender und ich sag's dann, nein, das ist falsch. Ja, das sagt genau. Zuck zusammen. Aber wir haben eine Sache vergessen, wir haben natürlich auch prominente Gäste heute Abend hier bei John Sinclair Night Talk, die wir auch noch begrüßen wollen. Das sind nämlich auch ein paar Sinclair-Autoren da, nämlich die Sinclair-Autorin Marlene Klein und die beiden Autoren Raphael Markesch und Oliver Müller. Und einer... Und einer hat hier vorne in der ersten Reihe gesessen, gerade bei dem Pre-Listening, und hat laut gelacht und hat sehr viel Spaß gehabt. Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, in der ersten Reihe sitzt... Sir Jason Dodge! Yay! Penis gelacht. Ja, das, aber mittlerweile kennen wir ihn ja, das ist so sein Niveau. Er kennt den Zauberspruch, er weiß, was das bedeutet. Wir sprechen gleich noch in Ruhe drüber und das ist aber sag mal so, die Hörspielwelt, die ist ja wirklich durch Sinclair damals, als die neuen Folgen rauskamen, ist die ganze Hörspielwelt ja quasi verändert worden. Du bist ja, Olli, du bist ja damals dadurch auch wieder zu Sinclair gekommen. Ja. Peter, du bist dann eher so früher, dann so die, du bist dann mehr so diese Europa-Schule. In der Hörspielwelt, ja genau. Die klassischen Stoffe über Europa, also wie gesagt, dann die Schatzinsel, damit bin ich eingestiegen und dann war es die ganze Winnetou-Reihe. Und die alten Hörspiele auch, hast du die gehört noch? Also die es vorher gab? Die Tonstudio alten, Braun. Die alten Sinclair-Hörspiele? Ja. Nein, ich bin, wie gesagt, im Zelt selber laut gelesen. Nur Kopfkino im Zelt übers Heftchen. Ja. Ja, ich bin dann wirklich durch die Hörspiele dazu gekommen und eben genau, weil ich diesen Spaß daran empfunden habe und diese Faszination eben da auch gespürt habe, wie wir eben ja schon gesagt haben, du hast Hollywood Kino im Kopf gehabt. Und da ich vorher Frühstücksradio gemacht habe, also aus dem Radio kam, wo wir immer so versucht haben, auch, also da habe ich immer kleine Hörspiele versucht zu machen und fand immer toll, dass du mit wenig Mitteln halt ja kleine Hollywood-Filme machen kannst, die du sonst niemals hättest inszenieren können. Und da habe ich großen Spaß gehabt und als ich dann diese Hörspiele hörte, dachte ich, wow, genau das ist es, was ich irgendwie geil finde, also so, dass ich wirklich dabei ein Kinofilm sich abspielt, wenn ich mir das anhöre. Und deswegen war ich da von Anfang an dabei. Ich habe übrigens das auch wirklich, weil ich ja selten jetzt noch dazu komme, ne, zu hören, wenn ich mal Ruhe habe und dass ich mal laut drehen kann. Weihnachten, fällt mir ein, immer den Abend vor Weihnachten am 23., da habe ich immer den Baum geschmückt. Also meine Frau und unsere Tochter, die haben sich hingelegt und ich habe mir dann immer irgendwie was Schönes zu trinken aufgemacht und habe früher immer Musik gehört. Letztes Jahr Weihnachten habe ich den, glaube ich, Zweiteiler im Zug, den Horror Express, ich beim Baumschmücken letztes Jahr gehört. Dabei habe ich, hatte das, so hatte, sah der auch aus danach. Ich wollte gerade fragen. Das war so geil, weil es war so wirklich die Nachfrage, alle haben geschlafen und ich habe schön laut, habe ich das gehört und dabei den Weihnachtsbaum geschmückt. Das aber ist es hingen keine Totenköpfe dran oder so hinterher. Doch, aber ich habe da, also ich verstecke immer so kleine Spider-Man-Figuren oder Star Wars, und einmal so Sachen verstecke ich dann da immer und freue mich immer drauf, wenn dann meine Frau und unsere Tochter dann irgendwie, oh nee, da ist schon wieder so, guck mal, da ist schon wieder so ein Spider-Man da hinten. Oder ist schon wieder so. Das mache ich dann immer und ich hatte da sehr viel Spaß, aber ich kann das nur sehr empfehlen, also auch dieses Jahr vielleicht als kleinen Tipp, Baum schmücken und dabei John Sinclair hören. Toll. Und dabei all die Jahre so allein gefeiert. und dabei vielleicht ein paar Figürchen hier beim dergeisterjäger.de bei unserem Fanshop, da kann man bestimmt ein paar Figuren sich mal holen und vielleicht gehen die irgendwie an den Weihnachtsbaum. Mal gucken. John Sinclair Baumschmuck. Ja. Ja, das hatten wir bei Eisherz. Ja. In der Eisherz-Box gab es die John Sinclair Weihnachtskugel. Ja, genau. Also Jörn Brohm, schönen Gruß nach Heidelberg. Also da ist auf jeden Fall noch Potenzial da. Ne? Das hätte man sich auch nicht gedacht, ne, Jason, dass es mal John Sinclair Weihnachtsschmuck gibt. Ja, die Kugel, genau, genau. Ja, das und die Kreuze und so. Kann man aber da du hast vorher schon bei Sinclair gesprochen, bevor jetzt irgendwelche Unkenrufe kommen. Moment mal, die machen das doch nur, weil sie prominent sind. Du warst ja richtig
gebuchter Schauspieler bei den Sinclair-Hörspielen. Ich habe mehrfach bei Sinclair und anderen Hörspielen auch immer mal so Gastrollen gehabt und habe mich immer tierisch gefreut, wenn ich mal wieder angefragt wurde und mal wieder mitsprechen durfte. Aber dass es eines Tages dann wirklich dazu kommt, dass wir beide als Helden, also da wirklich ja da selber bei sind und gerettet werden von John Sinclair selber, als wir selbst. Das habe ich natürlich wirklich apropos nicht zu träumen. Apropos Helden, es wird natürlich auch einen John Sinclair Night Talk geben mit Oliver und Peter. Und wo wir gerade bei Helden sind, wenn man jetzt, man trifft die Stimme von Hollywood-Stars, aber ihr habt ja auch schon richtige Stars auch getroffen. Olli, du sogar mal ein richtiges Bond-Girl. Meinst du Diana Rigg? Ich meine also, Diana Rigg. Ja, das war wirklich der absolute Hammer. Ich bin ein Riesenfan. Also meine Kindheit habe ich mit Schirmscham und Melone verbracht und war da riesen Fan, habe alles gesammelt und Fotos und alle Folgen erst noch auf Tonkassette auch aufgenommen und immer nur als Hörspiel gehört und später Video und so weiter. Und also das hat mein ganzes Leben geprägt. Und ich war auf der Queen Mary. Und dort plötzlich hieß es, und habe da einfach eine Lesung gemacht und war eine Woche da und dann plötzlich erzählt jemand, Diana Rigg ist auch hier. Und ich so, ach komm, erzähl keinen Scheiß. Und Iris Berben war dort, mit der saßen wir immer am Tisch, die hat auch eine Lesung gemacht. Und die sagte dann, ja, sie war beim Captain's Dinner und saß neben Diana Rigg und hat mit ihr die ganze Zeit geredet. Da sage ich, das kann nicht sein, ich bin auf dem Schiff mit Diana, mit der größten Heldin meines Lebens. Mit deiner Emma Peel. Mit Emma Peel und eben der Mrs. Bond. Und dann gab es wirklich nochmal so einen kleinen Sektempfang mit dem Kapitän und so weiter und ganz viel. Und da kam sie und ich habe mich nicht getraut. Ich hatte wirklich die Hosen voll. Und dann habe ich Iris Berben gebeten, und weil sie mit ihr gesprochen hat, ist Iris Berben dann zu Diana Rigg hingegangen, hat gesagt, da ist so ein kleiner, dicker Mann aus Amerika. Der hat so, ne, aber der würde so gerne einmal Hallo sagen, weil ich mich nicht getraut habe. Und ich stand da wirklich so zitternd. Dann kam ein Mann und sagte, oh, Kalkofe, können wir mal ein Selfie machen, bitte? Jetzt sage ich, Entschuldigung, gleich sofort. Ich frage da jetzt gerade um Selfie und das geht jetzt gerade nicht. Und dann haben wir es geschafft und dann habe ich da wirklich, habe ich dann einen Scheiß erzählt, glaube ich. Also ich weiß nicht, weil ich so nervös war. Und es gibt ein Foto, wo ich so war ich so gespannt. Und dann, als das durch war, war ich so happy. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt können wir Fotos machen, ohne Ende, komm her. Und dann haben wir die Bilder gemacht und alles. Aber da war ich wirklich, also da habe ich mich dann nochmal gefühlt wie 14 oder so. Und das war gigantisch, ja. Du warst ja viele, viele Jahre der Chefautor bei Harald Schmidt. Und da sind die Stars ja auch rein und raus gegangen. Hattest du einen Moment, wo du sagtest, okay, das sprengt jetzt gerade meine Vorstellung? Ich hatte eine Menge Momente, als ich erkannte, dass das so ein Bonusangebot zu dem eigentlich ja auch grundsätzlich schon ziemlich guten Job war. Und da kam von Sting über Joe Cocker, über Lenny Kravitz und dann eben auch die Leute, die mich kreischen lassen, wenn ich drüber nachdenke. Da gab es dann einmal die Frage von Harald, ob wir die Stones haben wollen oder Prince. Und da habe ich dann gesagt, Prince. Und er kam dann auch mit seiner ganzen Entourage und konnte aber leider meine CD-Sammlung und meine Plattensammlung nicht unterschreiben, weil er sagte, sorry, I don't have a name right now, weil er da Tefcap war, the artist formerly known as. Aber er hat mir seinen Plektron geschenkt. Das habe ich heute noch mit dem Symbol drauf. Und ein anderer Großmoment war die Begegnung mit David Bowie, den du auf deinem T-Shirt hast. Ja. Jetzt hast du Hennes und mich aber ganz bei dir. Wir sind ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Wir sind ja, kleines Geheimnis, wir sind ja so ein bisschen David Bowie. So ganz bisschen, das weiß ja keiner. Ne? Ich hörte davon, Und ich habe mit Herrn Bowie gescherzt. Oh, das ist unfair. Ich habe ihn auf dem Hurricane, auf seinem letzten Konzert gesehen. Er ist an uns vorbeigegangen. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich wirklich, also sonst traue ich mich bei allen. Ja. Ich bin nicht starstruck, weil also egal wer, Radiohead, Muse, mir ist es egal. Aber bei David Bowie stand ich so. Aber das Tolle ist, wir wissen jetzt, wer dafür verantwortlich ist, dass die Rolling Stones niemals bei Harald sind. Genau. Ein schöner Umkehrschluss, ja. Aber das macht nichts, David. Dietmar, du als Star, als Sprecher, bist du auch Fan von, ich denke mal, das geht dann eher so im Synchronbereich dann auch wahrscheinlich, weil du hast ja auch Leute gehabt, die dich damals, als du angefangen hast, auch an die Hand genommen haben. Ne? Also ich weiß, dass als ich anfing zu synchronisieren, ging es mir, ich habe natürlich immer noch,
jemand wie David Bowie, da würde ich wahrscheinlich auch sehr nervös werden, oder Diana Rigg. Aber unabhängig davon, jetzt meine Helden aus dem Synchron, da stehst du plötzlich neben den gestandenen großen Stimmen, mit denen du groß geworden bist, und kriegst den Mund nicht auf. Ich werde nicht vergessen, ich habe mal einen Film gemacht, da habe ich Dialogregie machen dürfen. Da war die Stimme, also Thomas Danneberg, die Stimme von Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger. Dann war Frank Laubrecht, Al Pacinos Stimme und auch Pierce Brosnans Stimme und auch noch Manfred Lehmann, Bruce Willis Stimme. Die waren alle bei mir vorne im Atelier und es ist ja dunkel. Und ich sitze hinten als junger Regisseur und sage, du, Frank. Ja. Na gut. Und dann sagt Manfred Lehmann, was willst du denn eigentlich? Ich so, ja, ganz toll, ganz toll. Und das, und ihr müsst euch vorstellen, das ist total absurd. Und dann, und irgendwann durfte ich die duzen. Und das Beste war, Gott hab ihn selig, Klaus Sonnenschein, die Stimme von Morgan Freeman, ein ganz großartiger Kollege. Der war auch halt ein ganz großer Synchronstar und war ja auch Prüfer für mich in der Schauspielprüfung. Und da stehst du auf der Bühne und Klaus Sonnenschein beurteilt dich. Und dann irgendwann sitzt du als kleiner Regisseur und musst diesem Mann dann Regieanweisungen geben. Und dann, Herr Sonnenschein, ja, wird nochmal vielleicht. Und dann, aber es ist ganz toll, weil was ich gelernt habe, die ganz Großen, die haben nie Allüren gehabt. Und die waren ganz toll. Das ist bis heute noch für mich ein ganz großes Vorbild, den Leuten, die Leute sagen, erstmal entweder sagen sie du, du darfst mich duzen, oder sie sind halt überhaupt nicht befindlich, was jetzt Regieanweisungen geht, wenn du weißt, was du machst. Und deswegen ist es bis heute so, dass ich auch die Leute inzwischen alle kenne, aber immer noch sage, entschuldige bitte, Joachim Kerzel, wir kennen ihn alle. Ja? Joachim Kerzel war mein Mentor, mein Lehrer, und er sagt, Dietmar, jetzt hör mal auf. Ich so, nein, Joachim, du hast mich geprägt. Bis heute ist es so, ja. Da gibt es ganz viele. Und Joachim war natürlich auch sehr, sehr viele Jahre der Erzähler, ja, bei Sinclair. Und noch mal kurz auf Alexander zu sprechen zu kommen, die wir ja auch gerade gehört haben. Alexander Lange, die Erzählerin, die das auch mit einer unglaublichen Intensität macht. Ich habe ja auch mit Dennis drüber gesprochen. Sie hat sich ans Mikro gesetzt und Dennis sagte, ja, das ist sie. Sie ist wirklich, wenn man jemand anders hat als Kerzel, dann nur sie, weil sie es auch ganz anders macht und ganz anders auf ihre Art. Aber das war eben gerade, Amy, das war ein Gänsehautmoment, als die Stimme von Daniel Craig die Stimme von Pierce Brosnan imitierte. Das war echt geil, ja, das stimmt. Aber hast du auch mal ein Bond-Girl getroffen, Dietmar? Das interessiert mich mal so. Dietmar trifft, weiß ich nicht. Also beim Synchronisieren ist ja so, dass wir immer mit den Original-Schauspielerinnen zusammen synchronisieren. Klar. Nein, natürlich nicht. Bin ich ja von ausgegangen. Steht im Vertrag. Ja, der war ganz gut. Ja, genau, gerade die Kuss-Szene, nein. Ich habe original kein Bond-Girl jetzt richtig 1:1 getroffen. Ich habe allerdings mal wirklich eine Veranstaltung gehabt mit einem Bond-Girl, was fast Bond-Girl geworden wäre. Mhm. Und das Faszinierende ist ja mal bei so Momenten, ich bin genauso wie du beschreibst. Wenn Diana Rigg dasteht, kriege ich auch den, also oder dastehen würde, du kriegst den Mund nicht auf. Und auf der anderen Seite sind es natürlich ganz normale Menschen. Und das Tollste ist immer die Begegnung, die ich dann mit den Originalleuten hatte. Die sagen dann, ey, wie cool ist das denn? Du bist ja meine deutsche Stimme oder du bist das und das. Und dann finden die dich plötzlich toll und du sagst, nee, Moment mal, falsche Welt jetzt. Also das Schönste ist eigentlich immer so eine auf einer Augenebene oder auf der gleichen Augenhöhe sich zu begegnen. Ne? Als Anekdote könnte ich noch anfügen, um deine These zu bestätigen, was sagen wir mal, Bodenhaftung bei Weltstars angeht und Abgehobenheit bei eher sagen wir mal, flüchtig populären Menschen. Lenny Kravitz war zur Musikprobe. Ich bin auch wieder aus dem Schnitt direkt runtergerannt, um mir die Probe anzugucken. Das war in so einer Zeit, wo ich dachte, es gibt wirklich keinen besseren Job, weil jeden Tag jemand aufschlug. Und das wurde dann später eingestellt, weil die Deutschen bei Live-Musik abschalten. Das ist für die Quote nicht so gesund. Das ist auch so etwas, wo ich... Naja, wurscht. Auf jeden Fall war Lenny da und unterhielt sich noch sehr entspannt nach zwei geprobten Stücken mit unserem Tontechniker und sagte dann, okay, Guys, das war's. Und dann kam Sonja Zietlow und hatte irgendeine Nummer vorbereitet mit ihren Pudeln und sagte, aber das Licht da oben, das geht ja gar nicht. Guckt euch das mal an, wie wir das hier... Ich dachte nur, ah ja... Ist klar. Ah ja, das sind wirklich Weltstar. Genau. Das sind aber wirklich Weltstars merken gar nichts. Ne? Die merken, denen ist alles scheißegal. Denen ist alles egal, hast du dir gedacht. Ne? Ich hab übrigens das Gleiche auch sehr. Die meisten deutschen Künstler, wenn ich sie interviewe, wollen immer die Fragen vorweg und ich sage dann immer nö. Die Engländer und die Amis, die gerade so Weltstars, ich rede jetzt so, weiß ich nicht, Noel Gallagher oder Jarvis Cocker oder Mariah Carey oder weiß ich nicht, Damon Albarn.
vollkommen egal, frag los. Interessiert die nicht. Ehrlich, das ist wirklich so. Ich glaube, du hast vollkommen recht. Also Amy und Peter, ihr müsstet eigentlich zusammen ein Buch schreiben über diese ganzen Begegnungen, die ihr hattet. Wir hatten schon überlegt, wir machen einen Podcast zusammen. Peter und ich. Jetzt an. Ja. Wir fangen jetzt an. Jetzt live. Hier, jetzt heute sofort, Abend. Heute Abend. Und da ist auch gerade die Harald-Schmidt-Show, wenn man sich die Sachen dann auf YouTube jetzt nochmal anguckt. Das waren ja wirklich Perlen, die man so nie wieder sehen wird. Also ja, Lenny Kravitz und Sonja Zietlow, ich sag nur, die gemeinsame Harald-Schmidt-Show mit Iggy Pop und Karl Dall. Ja. Die treffen sich am Ende und sprechen miteinander. Und Karl Dall war sehr groß und Iggy Pop war sehr klein. Und das ist so ein bisschen wie jetzt hier Totenkopf-TV. Da prallen so Welten aufeinander, wo du denkst so, es ist schrecklich, aber ich kann nicht weggucken. Es ist einfach... Es ist absolut fantastisch. Apropos Weltstars, kommen wir jetzt zur nächsten Live-Lesung. Yeah. Denn der Weltstar Peter Rütten schlägt auf. Genau. Am Köln-Bonner Flughafen. Meine absolute Lieblingsszene in Totenkopf-TV. Es ist auch wunderschön, dass ihr mich ein Beatlemania-like, eine Massenbewegung auslöst. Bedanke ich bei Dennis R., der das reingeschrieben hat. Es sind natürlich noch Suko und Will Mallmann dabei, also gesprochen von Martin May und Lutz Riedel, die heute nicht da sind. Deswegen übernehmen Amy und... Nee, wer ist es? Doch, du übernimmst. Du und ich. Und also kann sein, dass ich irgendwann mal aufhöre, weil ich einen Zettel... Ich weiß noch nicht. Ich helfe dir dann. Dann musst du mir so fliehen. Amy hat ihre Meine Zettel, ich schreibe das ja alles selber ab irgendwie. Und es kann sein, dass ich einen Zettel vergessen habe. Aber es kann auch sein, dass es nicht... Dann springe ich halt. Also. Dann kann auch ich einspringen. Genau. Wir gucken einfach. Super, Ich bin Will Mallmann. Genau, und ich bin der Martin. Ne? Du bist Suko. Genau. Du bist der Martin. Wie Johnny noch nennt. Ach, der Martin ist wieder da. Du bist Suko. Genau, ich bin Will Mallmann. Genau. Ich bin der Peter. Ne? Du bist der Peter, genau. Und, also am Anfang bin ich auf jeden Fall dabei. Und Dietmar ist... John Sinclair. Soll ich heute John Sinclair? Okay, du darfst heute mal John Sinclair sein. Ausnahmsweise. Aber sprechen doch als Glaubrecht. Mach's doch. Du hast die Vorlage gegeben. Nachdem wir die Absperrung passiert hatten, wurde es ruhig, ganz ruhig. Die Wege direkt vor der Halle waren menschenleer. Und die Regenwolken zogen langsam Richtung Osten davon. Tja, also da nochmal vielen Dank, dass Sie mich chauffiert haben. Es war sehr freundlich von Ihnen. Thailändische Baht oder Kreditkarte? Wir werden die Eingänge mit unseren magischen Waffen untersuchen. Mit einer sehr besonderen Waffe, um genau zu sein. Aha. Bitte aussteigen. Kommen Sie, Herr Rütten. Na dann. Genau. Da vorne ist der Haupteingang. Wen rufen Sie an? Ja, ich denke, es ist mal Zeit, das Theater zu beenden hier. So. Ja, hier ist Hennes, Leute! Hennes, was soll die Scheiße? Ich bin von drei Typen abgeholt worden, die behaupten, sie wären Bullen. Ja? Hast du die bestellt? Und dann die Falschmeldung in der Glotze von wegen Entführung. Hm? Ich wette, Olli sitzt gerade neben dir und zieht sich das achte Mettbrötchen rein. Also komm endlich raus, ja, und schließ die Tür auf, bevor ich mit diesen drei Sheriffs hier noch länger... Hey, was machen Sie da? Wie gesagt, ich nehme eine Untersuchung vor. Halten Sie besser Abstand, Herr Rütten. Was soll denn das bitte für eine Untersuchung sein mit dem Ding da? Das Silberkreuz ist Johns größter Trumpf. Es vernichtet alle Dämonen. Ja, oder sagen wir fast alle. Na, dann bin ich aber froh. Ich war noch drei Schritte von der Eingangstür entfernt, als das Kreuz in meiner Hand regelrecht aufglühte. Ja, oh verdammt! Was ist, John? Spürst du etwas? Das ist ja wirklich ein tolles Gerät. Mit eingebauter Beleuchtung. Ich sage Ihnen nur eins, gehen Sie lieber in Deckung. Kommen Sie, Herr Rütten. Sie sollten lieber tun, was John sagt. Ja, jetzt will ich auch noch die restlichen Funktionen sehen, bitte. Den Kopf runter! John! Wie von einer Riesenfaust aus den Angeln geschlagen, zerbarst die Glastür in 1000 Scherben. Oh! Ja. Ja. Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut.
Geile Scheiße, Mann. Ja, erst die Nummer am Flughafen und jetzt eine Zuckerglas-Explosion. Zuckerglas? Ja, was denn sonst? Also wenn es Glas gewesen wäre, hätten die Scheiben uns aufgeschlitzt. Hey, Hennes, Respekt, wirklich. Aber mir reicht's jetzt. Ich komme jetzt rein. Nein, nein, noch nicht. Hm? Aber er hat recht, John. Du bist nicht mal verwundet. Stimmt auch wieder. Vielleicht ist er ja unsterblich, wie Professor Zamora. Schläfert, wartet hier einen Moment. Unter meinen Schuhen knirschten echte Glasscherben, als ich die Halle betrat. Hey, Hennes, du kannst jetzt rauskommen. Ich glaube nicht, dass Ihr Produzent, Herr Bender, etwas mit dieser Explosion zu tun hat. Ja, ja. John, hinter dir! Oh nein! Ein grünliches Leuchten füllte den Türrahmen hinter mir aus und als es erlosch, saß die Glasscheibe wieder im Rahmen, als hätte es nie, nie eine Explosion gegeben. Und Zuko, Will und Peter Rütten waren ausgesperrt. Wir haben jetzt zwei Leseproben gegeben, wir haben ein bisschen reingehört. Ey, wenn ihr jetzt nicht schon auf der Stelle eure Handys zückt und das Teil bestellt, dann weiß ich es auch nicht. Ja. Totenkopf TV erscheint am 16. Dezember. Ich sag's nochmal, 16. Dezember. Ja, kurz vor Ostern, guter Termin. Genau. Könnt ihr dem Osterhasen Bescheid sagen. Eine Doppel-CD. Und es also ist eine Doppel-CD. Also, ja. Und wie gesagt, es ist das Originalcover. Wir haben uns gefragt, wer ist das? Ist es Dagmar Berghoff? Caroline Reiber. Es ist Caroline Reiber, auf jeden Fall. Ist Caroline Reiber. War übrigens mein Fehler, es war nicht die Szene am Flughafen. Ja. Die müsst ihr dann wirklich dann hören. Die ist wirklich auch toll. Die ist wirklich toll inszeniert. Ich habe so gelacht, Peter. 1000 Fans nachspielen, die ihn alle nach Peter schreien. Es ist so, als würde Harry Styles aufschlagen, ja. Aber es ist Peter Rütten. Es ist wirklich, das absurd ist doch Peter Rütten. Ist untertrieben. Ich kann ein bisschen spoilern. Also Olli muss mich retten. Und John hilft ihm dabei. John muss mich retten. Also genau, John muss dich retten und du musst ihn nicht retten. John rettet alle. Genau, John rettet uns dann am Ende alle. Und eine Sache habe ich jetzt auch gerade vergessen, weil ich ja jetzt natürlich die Rolle von Will Malmann sprechen durfte, also Lutz Riedel, der ja auch schon James Bond war. Timothy Dalton. Ja, genau. Alle sind sie da. Natürlich, alle sind dabei. Also ja. Es kommt alles zusammen, was zusammengehört. Bleiben wir mal kurz noch bei James Bond. Schläferz. Der schlechteste Bond-Film, Peter, spontan, ganz spontan? Oh, der schlechteste? Olli, weiß ich? Also für mich eigentlich, also das ist so eine Mischung. Ist schwer zu, ich finde, das ist echt immer schwer zu sagen, weil selbst der schlechteste Bond-Film macht mir noch der Spaß. Der schlechteste Bond-Film, den du liebst? Der schlechteste, den ich liebe, würde ich sagen, ist Moonraker. Ja. Weil Moonraker war auch in der Kindheit, aber ich finde, der ist einfach wirklich zu übertrieben. Und, also die Double-Take-Taube und die Freundin von Beißer und so, also da wurde es mir zu albern. Aber wäre auch mein Kandidat. Liebe ich ihn, aber trotzdem liebe ich ihn und gucke ihn immer wieder und denke, vielleicht wird er ja besser. Also ich schaue ihn immer wieder, weil ich... Deswegen sieht man die Filme ja immer wieder. Kannst ich habe so viele Erinnerungen damit, ne? Auch weil das halt so in meiner Kindheit war, aber ich war halt trotzdem, muss ich sagen, enttäuscht und ich finde ihn trotzdem schlecht, aber irgendwie auch gut. Von wann ist der nochmal? 79. 79, stimmt. 79. Das kam dann direkt nach Star Wars, genau. Ja, genau. Ja, ich bin auch bei Moonraker. Ja. Moonraker, Dietmar, hast du einen Bond? Jetzt bist du ja raus aus der Nummer. Also jetzt abgesehen von denen, die du synchronisiert hast. Es gab ja keinen wirklich schlechten Daniel Craig-Film. Ich würde mich anschließen. Moonraker war so für mich einer der, wo ich sage, da war. Aber selbst der macht Spaß, also wo es übertrieben war. Ja. Pierce Brosnan liebe ich. Und allerdings der Film, welcher war denn das? Wo er mit dem Schnellboot, mit diesem Jetset diesem Jetboot. Die Another Day. Unten, genau. Und der letzte. In der Themse, da taucht und seine... Achso, nee, das war Die Welt ist nicht genug. Genau, die Welt ist nicht genug. So, jetzt dreht es schon ein bisschen sehr. Sie nehmen sich selbst auf die Schippe und so. Und da denke ich, das ist aber trotzdem machen die alle wahnsinnig Spaß. Ich dachte, Stipp an einem anderen Tag, wo auf diese Eisscholle segelt. Ja, da war es auch einiges übertrieben. Mein Lieblingsschlechter Bond-Film ist Diamantenfieber. Ja. Wo Sean Connery nochmal reanimiert worden ist. Ja. Der wurde nämlich synchronisiert von Rainer Brandt.
Also da hat Rainer Brandt die Synchron... Die Synchro gemacht. Die Synchronregie gemacht. Und das merkt man auch, weil Blofeld dann nämlich zu dem Bond-Girl, da hat die noch eine Musikkassette mit den Dateien in ihrem Bikini so versteckt. Ja, und er sagt den... Blofeld sagt, also Charles Gray, auch bekannt aus der Rocky Horror Picture Show, Nerd Alarm, sagt den legendären Satz, und der kann nur von Rainer Brandt geschrieben sein: Was haben wir denn da für ein Döschen im Höschen? Geht heute nicht mehr. Geht heute nicht mehr. Totenkopf TV ab 16.12. Vielen Dank, Peter Rütten. Vielen Dank, Oliver Kalkofe. Vielen Dank, Dietmar Wunder. Ja. Jetzt geht's wieder auf den. Wir sind natürlich im Auftrag seiner Majestät. Eine Kleinigkeit muss ich noch loswerden, lieber Hennes. Ja? Wer im Hörspiel auf, also wer Schläferz kennt und auf fickende Hölle wartet, ja. Das kommt vor. Und zwar nicht nur einmal, sondern ganz oft. Ganz oft, ganz oft. Das auf jeden Fall. Also ihr dürft euch drauf freuen. Wir sind im Auftrag ihrer Majestät, wo wir gerade bei Jim seiner Majestät. Wir sind jetzt, kommen jetzt zu seiner Majestät. Genau. Liebe Amy. Genau, also eigentlich sind wir ja auch jetzt mittlerweile im Auftrag seiner Majestät auch in England unterwegs. Die Queen ist ja jetzt von uns gegangen, aber tatsächlich sind wir auch bei John Sinclair jetzt im Auftrag seiner Majestät hier. Deswegen würde ich ganz herzlich auf die Bühne bitten, Sir Jason Dark, meine Damen und Herren. Der Meister der Geister. Möchtest du in unsere Mitte, da ist er. Hallo. Möchtest du hier zwischen uns? Ja, komm zwischen uns. Ich reiche dir das Zepter. Bedanke mich herzlich. Was für eine Ehre. So, zwei Dinge möchte ich noch mal sagen, was mich am meisten hier gefesselt hat. Einmal deine Sache, das Auge vom Lokus, oder wie hieß das? Das war der Horus. Und dann natürlich Oliver Kalkofe mit The Avengers. Schirmscham und Melone, eine meiner Lieblingsserien, habe ich in der letzten Woche wieder gesehen. Allerdings nur die Schwarz-Weiß-Sachen. Nicht? Und dann können wir es, genau wie bei Edgar Wallace, nur Schwarz-Weiß und dann können wir es abhaken. Ja. Aber ich hoffe, du hast heute hier so ein bisschen Spaß gehabt. Ich meine, du hast ja schon mal ein bisschen gelacht heute mit Lokus gab es nicht, aber Penis gab es. Das war ja schon mal gar nicht so schlecht. Erinnerst du dich noch, als Oliver Kalkofe in Essen da war? Ja, auch, ne? Das ja war, wir haben zusammen die Hamburger gegessen. Waren die gut? Die waren gut, ja, wenn das Papier weg war, ja, wunderbar. Aber du, jetzt sitzen wir hier schon so nach einer sehr langen Zeit und wo wir uns eigentlich nur irgendwie über Online oder Stream oder so, jetzt sind wir endlich mal wieder zusammen. Ich habe dich ja jetzt auch im November in Gütersloh auch nochmal gesehen und ich habe gesehen, wie toll die Fans einfach auf dich zugekommen waren und so glücklich waren, dass du da bist. Wie wichtig ist für dich der Kontakt auch mit deinen Fans in all der Zeit? Ja, der ist am allerwichtigsten. Das sind ja diese Menschen, die wichtigsten Leute, die dafür sorgen, dass ich immer noch ein paar Romane schreibe. Ich meine, als das 1973 anfing, habe ich ja als erster die Leserseite gemacht und ich habe ungefähr 150.000, 170.000 Leserbriefe bekommen und immer wieder haben die Fans gesagt, ist toll, macht weiter, ist gut zu verstehen, denn wenn ich einen Roman irgendwie vom Zinkler lese, bin ich sofort drin in der Serie. Und das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ja, vielleicht haben wir dich heute ja so ein bisschen inspiriert, jetzt mit Schläferz und Bond und ja, Totenkopf. Ja, Moment, dazu muss ich was sagen, Schläferz. Ich bin ja... Jetzt kommt der Ruhrgebietler, der Dortmunder. Ja. Wir gehen auch mal zurück in die 70er Jahre. Da gab es einen Film, Lass jucken, Kumpel. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Jason. Mein Schwiegervater und ich sind da reingegangen. Nicht? Ja. Schwiegermutter und Frau sind zu Hause geblieben. Und dann. Das war wahrscheinlich besser. Ja, dann las ich plötzlich auf Tele5, ach verdammt nochmal, Lass jucken, Kumpel. Ja, das muss ich mir natürlich ansehen. Das war Ehrensache. Ich habe mich köstlich amüsiert. Schreibst du denn auch an Weihnachten?
hatte ich mal geschrieben. Ich habe mal am Heiligabend eine Kurzgeschichte geschrieben, weil, nicht wie beim Oliver, sondern meine Frau den Baum schmückte. Ich habe mal gefragt, ob ich ihr helfen soll. Da hat sie gesagt, lieber nicht. Die hatte wahrscheinlich Angst, dass da dann irgendwie Totenköpfe ja, landen ja, oder ja, so. Ja, sicher. Nee, ich, mir war das also, ich sage, hängt das doch da hin und zack. Und, nee, um Gottes Willen. Aber gibt es irgendwie so eine besondere Tradition bei Rellergerz an Weihnachten? Also gibt es irgendwie ein besonderes Essen? Macht ihr irgendwie was, was ihr jedes Jahr macht? Oder ist das total... Nee, also, ja, das besondere Essen, das ist sehr teuer. Das sind Kartoffelsalat mit Würstchen. Ja, aber ach, ich habe dann mal, als meine Kinder kleiner waren, habe ich praktisch zu Weihnachten Osterhase gespielt und die Geschenke versteckt. Und boah, hab die suchen lassen. Ei, das war immer Zirkus. Haben sie gefunden alle? Ja, ja, und dann habe ich überhaupt schon mit der Glocke gebimmelt. Dann sind die schon immer aus ihrem Zimmer gekommen. Die waren gedacht, bestimmt sauer. Ja, ja, hinterher, nach 18 Leuten. Dann hinterher, also wirklich, waren blieben sie oben. Ne? Aber so eine Weihnachtskatastrophe hattet ihr nicht? Nein, nein, doch nur in meinem Sinclair-Roman, Mörderische Weihnachten. Ja, den kennt, den gibt es sogar auch als, als Hörspiel. Ja, ja, das ist, aber dann hast du dir die vielleicht immer ausgedacht, die Katastrophen. Ja, richtig. Das heißt, wenn man über den Kölner Weihnachtsmarkt geht, wenn es sehr voll ist, ist das die große Katastrophe. Ja, über den Kölner Straßenverkehr können wir ja auch mal eine Nummer machen. Ne? Oh ja. Ja, mhm. Ja, gerne. Ne, das ist ja auch, wenn man hier nach Köln reinfährt, das ist ja dann der wahre Horror auch. Ja. Ne, Parkplatzsuche in Köln, das wäre mal so dieses. Das ist ja, fand ich auch immer das Schöne bei Sinclair, dass es halt nicht immer nur um Horror ging, um Grusel, sondern auch um die Menschlichkeit zwischen den Charakteren und dass das wirklich auch was melodramatisch auch zwischendurch hatte. Ich glaube, kann das sein, dass das auch einer der Gründe ist, warum wir nächstes Jahr wirklich 50 Jahre Sinclair feiern, dass du nicht nur gesagt hast, du schreibst jetzt eine Gruselserie, eine Horrorserie, sondern eine Serie, die so viele Menschen jeden Alters auch irgendwie anspricht. Ja, ich muss dann wieder 50 Jahre auf die 70er Jahre kommen, 1973, als die ganze Sache losging. Und ich habe gedacht, verdammt nochmal, jetzt schreibst du einen Gruselroman, weil keiner einen schreiben wollte. Und ich war jemand, der seit 1958 eine Serie gelesen habe, die es heute noch gibt, Jerry Cotton. Ich kenne mich da sehr gut aus. Ich habe auch viele Cotton-Titel hinterher gemacht, als ich so im Verlag war. Und ich denke, der Cotton hat einen wunderbaren Erfolg in New York. Neue Serie, dann nehme ich London und mache John Sinclair. England, Grusel, liegt auf der Hand. Und dann habe ich auch beim Jerry Cotton gelernt, dass man immer Personen nehmen kann oder soll, die nachvollziehbar sind, die der Leser nachvollziehen kann und vor allen Dingen in einem Roman nicht zu viele. Ich habe das mal erlebt, ich komme zu den Western als Redakteur, da gab es einen Western-Autor, wenn der in der Mitte des Romans nicht mehr weiter wusste, da holte der noch einen Revolver hin, noch einen Held, wo der Revolver noch tiefer hing und da ging das weiter. Ich sagte, das darfst du nie machen, zieh die Helden und auch die anderen bis zum Schluss durch und lass die so sein, dass man sich damit identifizieren kann. Was ich daran aber auch total spannend finde, ich meine, wer mich kennt, ne, ich bin hoffnungslose Romantikerin, ich fand das cool, wie du Johns Beziehungen einfach auch gemalt hast. Ich meine, du hast mir mal erzählt, du wolltest, dass John irgendwann Single ist und eben keine Freundin mehr hat, aber du hättest ja auch einfach, keine Ahnung, Jane dramatisch töten können oder du hättest Jane irgendwie einen anderen finden lassen können oder whatever. Aber was du gemacht hast, du hast einerseits diese Spannung dagelassen zwischen John und Jane, dadurch, dass sie halt zur Hexe mutierte. Auf der anderen Seite gab es halt Glenda. Also dieses Spannungsfeld, was es ja auch im richtigen Leben tatsächlich durchaus geben kann, ohne Hexen. Also, ne, dass man vielleicht verheiratet ist, aber irgendwie flirtet man mit seinem Chef oder mit seiner Sekretärin oder whatever. Wie wir beide wieder, nicht? Ja, ja. Ja. Ja, ja. Also von daher, wie hast du das wie für dich, also ne, wie ist es für dich? Also warum bist du darauf gekommen oder
wie kam, ich meine, die meisten, wenn du jetzt so sagst, Jerry Cotton oder dann ist immer, er hat eine Frau oder er hat keine, aber es ist nie dieses Beziehungsdrama. Naja, ich habe gemerkt, dass dir das gefällt oder gefallen hat, wie auch immer. Und das hat auch 60% der Leserinnen gefallen. Ich habe 60% der Leser sind Leserinnen. Und ich habe das Frauenbild etwas anders gemacht, als es in Jerry Cotton war. Früher hieß es, laut Verlag, der Jerry Cotton muss einen Fall lösen. Und wenn ein Mädchen, eine Frau in Gefahr gerät, muss der die daraus erlösen, retten etc. Typische Damsel in Distress. Ja. Ne? Ja. Und ich habe ja genau. Und ich habe gedacht, verdammt nochmal, das klappt doch nicht immer. Und es gab ja auch Menschen, die haben gesagt, Rodin Sinclair könnte es geben und so weiter, wie die Romane geschrieben sind. Ich denke, gehst mal ein bisschen an die Wirklichkeit und lässt die Frau oder das Mädchen sterben. Mhm. Ja. Und da habe ich ein ganz anderes Frauenbild bekommen. Und es gab dann die Jane Collins. Ich wollte eine taffe Frau haben. Und im Kirk Cotton waren die immer so kleine Huschier, so kleine Mädchen. Und heute ist das anders, aber damals war das so. Ja, und dann gibt es noch etwas. Ich springe jetzt von Hölzchen auf Stöckchen auf Suko. Ich bin ja schon alter Sack, schon lange schon Grufti vorbei, so Komposti schon. Und, du gehörst zu den Pharaonen. Ja, ja gut, genau, aber noch nicht eingesagt. Ja. Ein lebender Pharao unter uns. Genau. Und die ganze Sache war die, ich habe wie gesagt viel gelesen in den 50er Jahren. Unter anderem kenne ich mich gut in Comics aus. Und da gab es eine Serie, die hieß Superman oder Superman. Und immer wenn die Amis in den 50er Jahren Bösewichter reinnahmen in die Comics, waren das die sogenannten Schlitzaugen. Damals noch Chinesen. Und ich denke, verdammte Scheiße, dagegen muss doch mal was machen. Und habe dem Sinclair den Zuko zur Seite gegeben. Daher ist das gekommen. Ja, der Jason, der war... Der Jason, der war nämlich schon woke, bevor es den Begriff gab. Genau. Ja. Und ja. Wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, über das Frauenbild, ich glaube, ich wage jetzt mal eine gewagte These, weil ich wage eine gewagte These, weil jetzt viele wirkliche Hardcore-Sinclair-Fans auch jetzt zuschauen und zuhören. Ich glaube, dass der Sensenmann als Hochzeitsgast, dass das der Gamechanger war. In dem Moment, wo du die Karin Malmann hast sterben lassen, ich glaube, wenn man das einmal gelesen hat und einmal gehört hat, das kann man nie wieder vergessen. Ab da war wirklich, glaube ich, alles anders. Ich glaube, das ist der Roman. Hast du das damals auch so wahrgenommen? Kam da eine Reaktion? Heute würde das Internet wahrscheinlich explodieren. Was macht der da? Der kann die doch nicht sterben lassen. Also, jetzt gibt es eine schöne Antwort. Ich freue mich darauf, dass du der Will Malmann gewesen bist, hier vor kurzem gesprochen hast. Und diesen Will Malmann gibt es wirklich. Der war noch in der vorigen Woche bei mir zu Hause. Der ist inzwischen 94 Jahre alt. Wow. Macht sein ganzes Haus alleine, ist ein großer Maler und so weiter und voll da. Also nicht irgendwie dement und so weiter. Und wir treffen uns so einmal im Monat immer. Und dessen Mutter hat die Romane so geliebt. Und die Frau, die hieß Malmann. Oder nee, dessen Schwiegermutter, Entschuldigung. Die Frau hieß Malmann und deshalb habe ich eine Figur gemacht, Will Malmann. Und dass der hinterher zum Vampir geworden ist, naja, das war auch schön. Und dann mit der Das mit der passiert Hochzeit, halt mal ja, so, das passiert beim Einkaufen, ach Mist. Jetzt. Es musste ja in der Serie was geschehen. Ja. Und es musste weitergehen, und zwar so weitergehen, dass die Leute das begriffen. Und nicht wie in manchen Fantasy-Serien, wenn so ganz vorne durch die Brust ins Auge, die dann irgendwo im 20., 30. Jahrhundert tausend irgendwelche Leute da hatten und machten dein. Sinclair war klar wie Cotton. Und das ist bis heute bei mir geblieben. Da warst du wirklich ein Vorreiter. Ja. Und jetzt steuern wir auf 50 Jahre Unfassbar. John Sinclair ja. zu. Mittlerweile sind wir durch die Hörspiele auch und durch die Schauspieler und die anderen Autoren auch mittlerweile so eine große Familie geworden. Wir werden nächstes Jahr, ich glaube, das darf ich schon sagen, das Sinclair-Jubiläum feiern. Es gibt auch schon einen Termin. Den 15. Juli, bitte der alle 15. merken. Save the date. Save the date. Der 15. Juli wird das große 50 Jahre John Sinclair-Jubiläum gefeiert.
gefeiert. Aber es ist nicht nur das. Nächstes Jahr gibt es ganz viele Dinge rund ums Jubiläum. Also von Anfang Januar bis Juli zumindest wird es ganz viele Dinge geben. Aber mehr darf ich nicht sagen. Es kommt unsere Brandmanagerin und schlachtet mich. Es gibt ein spezielles Hörspiel für den 50. Das ist die Villa Wahnsinn. War das? Villa Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob wir dürfen ja schon spoilern. Nee, das ist schon rausgekommen. Villa Wahnsinn darf Villa Frankenstein. Das kann ich schon sagen. Okay. Und dann werden die Classics auch zu Ende geführt. Und es wird auf jeden Fall weitergehen. Jason, hast du einen Wunsch zum 50. Geburtstag von John? Ja, mal schauen, ob ich überhaupt dabei bin. Mal gucken. Ja, ey, Jason, das ist kein Wunsch, das ist Gesetz. Das ist ohne Gesetz. Dich wird nicht ohne gefeiert. Ohne den Meister der Geister. Ausflug ins Phantasialand, in die Geisterritschka und sowas. Ja, das habe ich schon alles erlebt. Und, nach London. Nach London. Nee, ach, das ist... Hilfe, nee. Wir packen dich ein. Aber ich habe eine andere Frage, bevor wir weitermachen. Ja. Dein Enkel ist ja heute hier. Ja. Liest der denn auch John Sinclair? Kannst du lesen, Fabian? Ja, ach so. Ja, er liest ab und zu. Und dann habe ich ihn ja auch schon in einem Roman mit seinem Bruder reingebracht als Polizisten. Und da freut er sich drüber. Aber dann möchte ich noch mal was sagen. Ich habe ja, wenn ich hier auf der Bühne sitze, immer so schöne Sachen erzählt, was mir so alles widerfahren ist im Laufe der letzten 50 Jahre. Es gab, Oliver wird es vielleicht wissen, eine Fernsehsendung, die hieß Kollegen, Kollegen auf RTL. Damals Linda de Mol war die Moderatorin und der Bastei-Verlag fuhr nach Hilversum. Und ich war mit dabei. Und in der Sendung ging es darum, dass Leute aus der Firma irgendwas Besonderes machten. Der eine hat Bungee-Sprung gemacht und der andere hat gesungen. Und ich saß auf der Bühne und habe Schreib mal Schirm Roman geschrieben. Und ich klapperte so rum und dann hört das Klappern auf und dann war noch der Schriller von Jackson, wurde noch gespielt. Die Tänzer sind um dich rum. Nee, das nicht. Aber sie war da, die. Ja, und da fragt sie, ja, so, was fällt Ihnen denn ein? Ja, ich dachte, ziemlich spontan. Da dachte ich, ist Ihnen jetzt was spontan eingefallen? Könnten Sie was sagen? Ich sage, sicher. Ich sage, ich mache einen Roman über Sie, die Hexe von Hilversum. Zack. Inspiration. Und Amy drin, ich bin ganz sicher. Ja, mit Amy könnte man auch noch was machen. Ja, wir sind ja quasi jetzt auch für Amy. Also nächstes Jahr 50 Jahre John Sinclair. Ich glaube, wir haben noch Zeit für die Outtakes, ja? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, denn auf der Special Edition, das ist auch etwas, was ich immer sehr, sehr liebe, nicht nur bei Filmen, ja, ich glaube, die ersten Filme, wo es waren, glaube ich, diese Burt Reynolds Filme, wo am Ende noch diese ganzen Outtakes waren, die dann auch noch synchronisiert worden sind. Und das ist auch mittlerweile eine sehr, sehr schöne Tradition. Und ab und zu passiert es. Und bei Totenkopf TV sind auch Outtakes mit dabei. Und die hören wir jetzt kurz vom Schluss nochmal. Da hören wir jetzt mal rein. Bitte, Rainer, fahr ab. Suko zerrte den Mann aus dem Wagen und drückte ihn. Suko zerrte den Mann aus dem Wagen und drückte ihn gegen die Karosserie. Trinken. John, wir sind gerade an der Zufahrt zur Halle. Er muss Olli da rausholen und den Banden. Er muss Olli da rausholen und den Bann brechen und fuck. John, wir sind gerade an der Zufahrt zur Halle. Die Polizei hat die Absperrung aufgelöst. Die magische Attacke auf ihren Kollegen John, wir sind gerade an der Zufahrt zur Halle. Die Polizei hat die Absperrung auf. Wir freuen uns auf neue Informationen und bringen euch jetzt zur Einstimmung auf heute Abend Ausschnitte der besten Schläfert-Sendung. John, wir sind gerade an der Zufahrt zur Halle. Die Polizei hat die Absperrung aufgelöst. Absperrung. Verdammt, warum geht das nicht? Absperrung aufgelöst. Aber der Dämon hat ein magisches Tor aufgemacht und alle Verbindungen nach der Außenburg. Der Dämon hat ein magisches Tor aufgemacht und alle Verbindungen nach draußen.
John, wir sind gerade an der Zufahrt zur Halle. Die Polizei hat die Aufsperrung abgelöst. Andersrum. In den scharf gezeichneten Schatten zwischen den Apparaten bewegte sich etwas. Eine halb durchscheinende. John, wir sind gerade an der Zufahrt zur Halle. Die Polizei hat die Absperrung aufgelöst. Mann, Olli! Zur Not einfach mal auf den... Einfach mal. Mann, Olli! Zur Not einfach mal auf... Einfach mal. Ah, fuck. Aber Bender hat gesagt, das Buch ist auch... Das Buch ist auf. Das Buch ist auf. Wie bitte? Habt ihr an... Aber Bender hat gesagt, das Buch ist auf Kalkhofes Nachtboden, Dachboden. Scheiße. Was? Entschuldigung, der war total bescheuert. Aber Bender hat gesagt, das Buch ist auf Kalkhofes Nachtboden. Warum sag ich mal Nachtboden? Dachboden, Nachttisch, Dachboden. Oder handelt es sich um einen gigantischen Marketing-Gag zur Einstimmung auf die Schläferz Live über... Aber Bender hat gesagt, das Buch ist auf Kalkhofes Nachtboden. Ach, das ist schon wieder der Nachtboden, verdammt. Ja, ja, das ist er, das ist Peter Rücken, Wahnsinn. Das ist Peters Rücken, nee, Peter Rücken, mein. Kopf, Kopf, halt mal. Kopf rum. Das Silberkreuz ist Johns größter Trumpf. Er verzichtet, weil er vernichtet, nämlich vernichtet er alle. Das Silberkreuz ist John Grüßschiffen. Vielleicht ist er ja unsterblich, wie Professor Zamora. Vielleicht ist er ja unsterblich, wie Professor Zamora. Gleich werdet ihr es wissen, wenn ich den Sarg öffne und den verfluchten Kalkofe vor euren Augen zerfetze. Tun Sie mir bitte den Gefallen, Herr Rütten, und halten Sie mal vor zwei Minuten für zwei Minuten bei der Bitte. Tun Sie mir bitte den Gefallen, Herr Rütten, das will so und so... Naja, macht nix. Ich werde trotzdem befreien. Sie. Aber wenn hier wirklich so viele von denen in der Erde liegen, wieso bin ich dann nur einem begegnet und den Kofi? So, da haben Sie das gute Stück. Bitte sehr. Das ist schon ganz schön durstig. Nochmal. Und das war's. Die Outtakes von Totenkopf TV. Danke an euch. Das war die John Sinclair Night 2022. Danke an das Team. Silja Matuschak, Simon Kopp, Lea Bittner, Verena Merzke, unsere Markenbeauftragte, Patrick Simon. Vielen Dank an euch. Amy Zayet. Hennes Bender. Jason Dark. Dietmar Wunder. Oliver Kalkofe. Und Peter Rütten. Kommt noch mal auf die Bühne. Dankeschön. Okay. 16.12. Totenkopf TV. Dankeschön.